Spiel, Computer. Ah. Du. Geräusche sind schon alleine schön. So, Blumenwald. Ich habe sogar vorher nach. Muss da unten drücken. Machen wir uns mal weniger bequem hier und nehmen jetzt den Ernst des Weltalls in Angriff. Und fliegen zum Polizeiroboter der Polizeiuniform und habe heute mein Runtime-Paket bekommen und da war schon wieder so ein OP-Shot drin. Ja, so ist das. Ja, so ist das. Was habt ihr denn heute Schönes gemacht? Jetzt, vielleicht funktioniert jetzt der Chat und ich kann die Sachen lesen, die ihr schreibt. Ah, fuck! Okay, ich habe auf beiden Seiten Ton. Okay, alles cool. So, neuen Raumanzug hatte ich gebaut. Bestechungsgeld nehme ich vielleicht mal mit. Sven, guten Abend. Wie geht es Ihnen? Hatten Sie einen angenehmen Freitag? Wieso ist eigentlich alles voll hier? Ich kranker Messi. Eins, zwei, drei, vier. Wir machen jetzt einfach noch ein Kissen. Jo, war entspannt. Das klingt gut. Habt ihr denn heute was Schönes gegessen? Wenn ihr heute schon nichts gemacht habt. Ich habe mal einen Hanuta-Riegel. Kopfhörerbuchse. So baut man ein professionelles Lager auf. Man schmeißt einfach alles um den Fußboden. Drei Kinder, Maxi King und zwei Energies. Du liebst gesund. Hast du auch feste Nahrung zu dir genommen oder war es das? So, die Granaten nehmen wir mit. Bestechungsgeld nehmen wir mit. Entladezellen nehmen wir auch mit. Das lassen wir hier. Wer weiß, ob wir das Bestechungsgeld brauchen. Habe ich gerade echt die Kackkiste durch ihn geworfen? Das nicht? Repariere die Waffe, gelange in das Militärmodul. Brauchte ich das nicht irgendwo? Ich nehme das mal mit. Haben wir noch Essen oder Trinken hier irgendwo? Wasser? Schokogrieß zum Mittag und Hongkong-Nudeln zum Abendessen. Was sind denn genau Hongkong-Nudeln? Die kommen aus Hongkong. Die sind aus Hongkong-Indianern gemacht. Du dumm bist, habe ich gefragt. So, Steak nehmen wir auch mit. Sonst habe ich sonst gerade nichts zu essen am Start. So, Inventar ist halb voll, ist egal. Wir brechen jetzt mal auf. Wir heben mal alles auf, was hier so rumliegt, außer das Glas, weil das Glas können wir nicht aufheben. Oh, Entschuldigung. Liegen mir noch mehr Zeug. Guck mal, noch zwei Dosen. Wahnsinn. Das ist ein kranker Sammler. So, jetzt aber. Oh, der Chat hat sich gerade wieder getrennt und verbunden. Schön. Hallo, ich bin ein Kuhschubser.
Oh, Medipack. Medipack, wir haben Aua. Wir wurden ja von Polizisten angegriffen. Haben wir noch Medipacks hier? Quasi eine Art Instant-Nudeln, okay. Ich habe das jetzt von Suenli gelesen. Ich weiß nicht, ob Schweinsmann dazu schon was geschrieben hat. Chat is working very well. Okay, ich habe keine Medipacks mehr. Medipack wichtig. Stoff und Alkohol. Wie mache ich Alkohol? Ich weiß, wie ich Alkohol mache. So mache ich Alkohol. Kann ich direkt den Stoff rausnehmen. Alkohol. Oh, ich brauche zweimal Eis für einen Alkohol. Okay. Dann machen wir erstmal nur ein Medipack, weil kein Wasser mehr. Du weißt nur, dass sie nicht gesund sind und schmecken. Also quasi die asiatische Variante von Dosenravioli. Jarena, Hallöchen. Darauf ein KitKat. Guten. Oh, guck mal, wir sind voll militärisch unterwegs hier. Wie ein echter Soldat. Oh, guck mal, ich habe hier sogar noch Zeug. Hätte mich auch gewundert, hätte ich keins mehr gehabt. Ich weiß immer noch nicht, wo ich das nächste Steuerrad finde. Ah, sag doch, dass du da bist. Bis eben noch den Offscreen gehabt. Okay. Hallo, ich bin hier. Au! Irgendwas hat mich gepiekt. Achso, ich habe mich gerade gefragt, warum leuchtet mein Gesicht so rot? Das ist das Spiel. So, jetzt habe ich Medipack, Essen, Trinken und Sauerstoff. Und einen Klopper habe ich auch noch. Sehr gut. Twitch hat verpennt, eine Benachrichtigung rauszuhauen. Oben ist so ein Löckchen, das muss man inzwischen hier auch aktivieren, habe ich gehört. Bis jetzt. Ist jetzt wie bei YouTube hier. Ihr müsst an der Glocke spielen, damit ihr Benachrichtigungen bekommt. Oh, die Kuh hat sich mal wieder aufgerappelt. Das ist schön. Ich glaube, ich hatte keinen Treibstoff mehr, deswegen steht mein Auto da einen Kilometer entfernt. War das so? Ich glaube, das war so. Gucken wir mal. Ressourcen zusammengesetzt. Nein, Ausrüstung, Gegenstand. Metall, Metall, Harz, Harz. Gut, zum Glück habe ich... Oh, ich habe... Hast du bei der Hearthstone deinstalliert? So Rage-mäßig oder kam da nicht gerade irgendwie neue Dings raus? Ich hab keine Ahnung. Okay, ich brauch definitiv mehr Harz in meinem Inventar. Chatroll, da, ich spiele. Okay, gut. Just do it. Jetzt würde ich mir ordentlich geharzt. Haha. Harzen, harzen, harzen tun wir hier jetzt auch überall im Weltall rum. Hahaha.
Oh yeah. Let's hearts. Let's hearts again. Let's hearts again. So, ich habe dreimal ich habe jetzt dreimal Sprit. Und wir machen mal hier weil wir in-game sonst gar keinen Ton haben. Nee. Wie bezahlt man Spotify? Monatlich? Jährlich? Ich habe keine Ahnung. Irgendwo müsste ich ja auch eine Rechnung kriegen. Mal gucken, was das so wird. Alles klar, Schweinson. Nicht verlaufen, ist gefährlich teilweise. An das Harz der Karten geglaubt, Herz. Die harzenden Karten. Musik zu laut, zu leise, kurz Feedback gerne immer. Was ist das eigentlich jetzt? Das müsste auf jeden Fall mein Möbi sein, ne? An das Harz der Karten. Nee. Nichts Neues bezüglich eBay-Kleinanzeigen. Das höre ich nämlich trotzdem, wenn ich bei eBay-Kleinanzeigen eine Benachrichtigung kriege, dann kriege ich es übers Tablet und dann klingelt mein Tablet da hinten und das höre ich. Ich weiß immer nicht, ob der Chat funktioniert oder nicht oder was. Es ist ein bisschen weird, aber es ist okay. Weird sein ist okay. Was mussten wir da machen? Repariere die Waffe, gelang in das Militärmenü, starte das Shuttle in den Kern. Brauchte ich da vielleicht hier diese Kuhklotz, den ich da mitgenommen habe jetzt? Bin mir nicht ganz sicher. Werden wir gleich rausfinden. Aber erstmal fliegen wir da vorne zu dem Töffi-Riff. Und betanken ihn. Ey, sieht aus wie ein Soldat. Wahnsinn. Jetzt haben bestimmt alle hier im Weltall Respekt vor mir. Nicht. Erstmal Aluminium extrahieren. Vielen herzlichen Dank für Ihr Aluminium. Füllen, füllen, füllen. Nice. So, Treibstoff 90 von 100. Das ist doch schon mal ein Anfang. Kann man wieder ein bisschen durch die Gegend cruisen. So, und wir gucken uns das dann leider mal an. Wir gehen hier nur mal kurz rein und holen uns Sauerstoff. Was? Wütender Stoff? Ja, wütender Stoff. Ganz genau. Oh. Okay, ich hab's Wasser weggekickt. Wann geht's mit Darksiders 2 weiter? Ich wollte ja eigentlich eher das Ding spielen, Deus Ex 2, aber das hat sich erledigt, weil es nicht geht. Hallo, ich bin Mann. Baba. Lass mich an deinem Sauerstoff nuckeln. Sonst zeige ich dir mein unsterbliches Hähnchen. Da-da-da. Ja, meine Eltern wussten direkt, was ich mal werden will. Mann.
Ja, ich brauche 10 von diesen Pellets. Alles klar, merken. Ich hasse Roboter. Fluch, Fluch, Fluchwort. Okay, wir sollten hier vielleicht aus der Dings raus. Kühlflüssigkeit. Dann versuchen wir uns erstmal da hinten an dem Militärmodul. Da brauchen wir die Energiezellen, die können wir auch da unten holen, bei dem anderen gelöt. Da wo die ganzen Turrets sind, da müssen wir diese Energie über Brücke holen, dann können wir da die Waffe neu laden. Das ist bestimmt ein super Plan. Aber da müssen wir trotzdem, ich muss trotzdem wissen, wo ich das letzte Steuerrad herkriege. Ich kann ja selber gar keine Fahrzeuge bauen, wir haben ja den Bauplan auch fürs Auto. Ich würde voll gerne das Auto bauen können. Wie kann man Autos in dem Spiel bauen? Na komm. Sauerstoff, wir brauchen schon Sauerstoff. Wir fliegen jetzt einfach hoch. Hat mich gerade noch jemand von euch angeflüstert? Ich habe irgendwie eine neue Nachricht oben. Vielleicht tut mir die Polizei jetzt nichts mehr. Da ich jetzt quasi einer von ihnen bin. Na, ah, sie schießt auf mich! Habe ich ihn abgehängt? Flugscheißer, was? Lässt du mich jetzt rein? Benutze das Huhn. Mein Huhn ist ein General? Was? It's worth noting, the robot gatekeepers can't be in the service, and therefore their involvement to the ranks of the armed forces is extremely improbable. Looks like some alcohol got spilled over its circuits in the crash. Sauerstoff, ja, ich wollte einfach schnell hier rein. Muss die Musik ein bisschen leiser machen. Fühlte sich auch gerade so ein bisschen so an, als ob mir jemand einen Nagel gerade hier reingehauen hat in den Kopf. Es ist erwähnenswert, dass die Roboter-Torwächter nicht im Dienst sein können und deshalb ist ihr Engagement in den Reihen der Streitkräfte äußerst unwahrscheinlich. Sieht aus, als wäre bei dem Unfall etwas Alkohol über seine Schaltkreise verschüttet worden. Ach, deswegen ist er so aggressiv. Warum ist er jetzt Sauerstoff sauer? Weil, Ahoi Brause. Erstmal Harz mit dem. Wie wenig Schaden ich auch an dem Polizeiroboter mit der Keule gemacht habe. Kein Durchgang, verboten. Okay. Warum ist dann da eine Tür? Macht ja gar keinen Sinn. Elektronik. Gummi, Medipack. Beschichtungsstoff, okay. Süße Packung, salzige Packung. Some of the technological features of this ancient device to modern broken reel-to-reel tape recorders, you might get a working prototype or an explosion. Eine Schlüsselkarte. Was meint er gerade?
Das Huhn war doch sogar General, ja. Gab ein Bild dazu, dass das Huhn General ist? Das ist herrlich. Nee. Ich will das bauen. Wasage Energiekern brauche ich zweimal. Okay, wo kriege ich das her? Okay, und was hat er mir jetzt erzählt? Wenn man versucht, einige der technologischen Merkmale dieses alten Geräts auf moderne, kaputte Spulenturmbandgeräte zu übertragen, erhält man vielleicht einen funktionierenden Prototypen oder eine Explosion. Ein Militärpass mit Magnetstreifen. Solche Pässe sind bei Militärs wegen ihrer unglaublichen Haltbarkeit der Möglichkeit, der Zugangscodes häufig neu zu schreiben und der Fülle an freiem Platz für die Aufnahme von etwas Unanständigen beliebt. Okay, das nehmen wir mit. Da könnten vielleicht Schmuddelfilmchen drauf sein. Oh. Spulentonbandgerät. Oh, damit kann ich bestimmt meine Spulentonbänder abhören. What? Was war das? Okay, Alien-Sticker. Nothing interesting inside, except for the drawer runners. Es ist nichts sehr Interessantes drin, außer die Schubladenführung. Kleiner Schubladenschrank. A detailed plan of the service module. Ein detaillierter Plan des Service Moduls? Toll, jetzt habe ich schon den kleinen gebaut. Denk mal drauf, Pinkel. David, schönen guten Abend, Hallöchen. David Nummer 2. Wie geht's, wie steht's? Lang nicht gesehen. Alkohol! Nein, ich kann keinen Alkohol mehr mitnehmen. Ich hab General Huhnsohn, okay, er heißt Huhnsohn. Puh. Eine ganze Truhe Medaillen, etwa 100 Kämpfer und das gesamte Sicherheitssystem des Schiffs stehen dir zur Verfügung. Wie konntest du zulassen, dass eine solche Katastrophe eintritt, Kamerad? General Huhnsohn. Ein ziemlich ungewöhnliches Gesicht. Deswegen ist der... deswegen hat auch der... Der Bot draußen gedacht, dass es... Der General... Mein Huhn ist ein General, weil der Typ aussieht wie ein Huhn. Das macht Sinn. Außer, dass ich heute 4 Stunden eine Arbeit geschrieben habe. Das klingt eigentlich ganz... Okay. Mir geht's ganz gut. Ganz gut. Ich hab viel Freizeit. Ich mach ganz viel Gedöns. Die Tür ist verschlossen. Deine Mutter ist verschlossen. Er sieht aus, als ob er einfach beim Stuhlkippeln umgefallen ist und dann da sich den Kopf gestoßen hat.
Oh, ich würde das Gummi gerne weiterverarbeiten. Dings, Isolierband, dann ist es nicht mehr so groß. Okay. Riesenflur. Noch ein Flur. Wow, noch ein Flur. Hätte jetzt, wäre da noch ein Flur gekommen, hätte ich gedacht, wir spielen PT. It's a decoder. Since I violated all security protocols anyway, we can learn about the information exchanged. Da ich ohne Hund gegen alle Sicherheitsprotokolle verstoßen. There's no design of fluorescent lamps. To be more exact, there wasn't any. That's a good door. I bet you can't break it. Ich wette, sie können sie nicht aufbrechen. Ja, wahrscheinlich ist mein Werkzeug vorher kaputt. YouTube habe ich nichts gemacht heute, ausnahmsweise. Ich habe auf Instagram hat man ein bisschen gesehen, was ich gemacht habe. Obwohl es sehr verschwommen war, was ich gemacht habe, mit Absicht. Es wird alles. Es sind schöne Dinge, die ich tue. Genau, ich habe heute gar nicht so viel gezockt zwischendrin. Ich habe nur eben gegen Abend nochmal 2-3 Runden Apex gespielt. Ich wollte eigentlich auch eine Runde Warzone spielen, aber Warzone sagt, ich lade den Patch nicht runter. Twitch war heute auch niemand Interessantes live. Wir haben immer mal durchgeklickt, aber war alles so meh. Ich habe die meiste Zeit habe ich in After Effects, Adobe Premiere und Photoshop verbracht. Ja. Und abgewaschen habe ich. Und Kram sortiert. Ist auch schön, dass ich, um nachzudenken, aufhöre zu spielen. That's weird. This looks more like some virtual communication between underdeveloped human beings, but it's even more incoherent and lacks logic. Why would coffins need such information? So, jetzt, ich habe eben nicht zugehört und dann habe ich ja schon mal drauf gedrückt. Das ist ein Decoder. Da ich ohnehin gegen alle Sicherheitsprotokolle verstoßen habe, können wir etwas über den Informationsaustausch zwischen Brassage-Särgen erfahren. Es liegen keine Daten über das Design von Leuchtstofflampen vor, um genauer zu sein, gab es keine. Niemand, Hallöchen. Guten Abend, das ist eine gute Tür. Ich wette, Sie können sie nicht aufbrechen. Das ist seltsam. Das sieht eher wie eine virtuelle Kommunikation zwischen unterentwickelten Menschen aus, ist aber noch inkohärenter. Das Wort, was da steht. Ohne Logik. Warum sollten Särge solche Informationen benötigen? Nagi Bator 1. Lol, Dab. Emoji? Hallo? Gibt's hier Gamergirls? Jal, wie geht's? Deine Mutter ist so fett. Kann ich mitmachen, Leute? Nee, hau ab, Idiot. XD, los. Ich hab das Spiel entwickelt. Okay, aber nicht füttern, du Noob. Das sieht aus wie ein Stream-Chat. Ihr Noobs.